Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zurück zu Camp Nerdo. Bitte ohne Textboxen. Danke. Zu Camp Nerdo. Ach, mal gucken, was hier alles so Schönes los ist. Also wir haben hier eine Tanköffnung, einen Auslöser, eine Maschine und komische Typen. Ach, reden wir einfach mal mit denen. Seltsame Typen. Was seid ihr denn? Was macht ihr hier? Oh, schaut mal, meine Herren. Wir haben Besuch. Großartig. Sie sind nicht zufällig die Putzfrau, die wir bestellt hatten? Putzfrau? Hier hinten können Sie gleich anfangen. Da wurde schon seit Jahren nicht gekehrt. Darf ich fragen, was ihr hier treibt? Wir betreiben aerologische Studien. Was bedeutet das? Das wissen Sie nicht? Wams, sei nicht so hart zu ihr. Sie ist nur eine Putzfrau. Ich glaube es nicht. Sie hat noch nie was von Aerologie gehört. Soll ich meine überbraten? Kennt ihr den verrückten alten Mann im Baumhaus? Ach der. Da müssen Sie ganz vorsichtig sein. Der Kerl ist gefährlich. Ja, wir haben schon versucht, an ihm vorbeizukommen. Aber er hat uns in die Flucht geschlagen. Unser vierter Kollege musste leider zurückbleiben. Oh, Simon. Aber der Alte ist so gut wie taub, halb blind und ungefähr 1000 Jahre alt. Und ihr seid zu dritt. Wollen Sie damit andeuten, wir sollten rohe Gewalt verwenden? Ich meine, wir haben es versucht, aber er war uns haushoch überlegen. Ja, das ist kein alter Mann. Das ist eine Präzisionskillermaschine ohne Gewissen. Wegen ihm haben wir Simon verloren. Simon war so eine treue Seele. Aber wir rechnen jeden Tag mit seiner Rückkehr. Na dann, viel Glück. Das ist der Typ, der oben auf dem Berg liegt. Auf dem Baum oben drauf. Ihr vermisst also einen Kollegen? Ja, sein Name war Simon. Ist. Sein Name ist Simon. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Nun ja, jedenfalls ist er von seiner Expedition nicht zurückgekehrt. Noch nicht. Alles, was uns von ihm geblieben ist, bleiben wird. Wie auch immer. Er war ein Genie und Gentleman. Zum Beispiel hat er diesen Globus hier erfunden. Kann ich den haben? Sie müssten ihn mir schon aus meinen kalten, toten Händen reißen. Interessanter Vorschlag. Ach, eigentlich brauchen wir ihn nicht mehr. Danke. Aber Latz trinkt immer seine Wurzel Coladas daraus. Ja, durch die Windbrunnenlöcher kann man Strohhalme stecken. Simon wird ihn außerdem wiederhaben wollen, wenn er zurückkommt, also nein. Wenn er hier irgendwas draus trinkt, wieso ist denn da unten auch ein Loch? Der verrückte Alte hat meinen Begleiter gekidnappt. Wenn wir zusammen losziehen, können wir vielleicht ihn und euren Kollegen retten. Klingt hervorragend. Aber, ich kann die Station nicht allein lassen. Und ich muss heute noch unbedingt Wäsche waschen. Weiche. Wollmäuse werden vollkommen unterschätzt. Toll. Ich sitze fest im Wald der Bekloppten. Alles Waschlappen. Was genau sind denn Aerologen? Ist das sowas wie eine Religion? Religion? Aerologie ist die Lehre des Windes. Eine hochkomplizierte Wissenschaft. Jawohl, Religion ist etwas für schwache Geister und Feiertage. Wir erforschen die Wege der Götter mit Messgeräten. Meint ihr den Kasten da hinten? Kasten? Tolle, hat sie gerade Kasten gesagt? Oh ja, ich habe es auch gehört. Also bitte, Kasten. Diese hochkomplizierte Apparatur sendet analoge Impulsvehikel aus, mit deren Hilfe wir den Verlauf der Windströme genauestens eruieren können. Und diese Windströme halten wir dann auf dieser Karte fest. Die Charta, Erika. Ja. Die stellt also Rauch her. Nein. Noch viel geiler, die macht Papierfliege. Ach du Scheiße. Eure hochkomplizierte Maschine bewegt sich gar nicht. Der Treibstoff ist leider alle. Außerdem hat unser Kollege hier Honig in den Tank gekippt. Und ich würde es wieder tun. Das wissen wir. Schlaf einfach weiter. Na super. Wie funktioniert dann eure Maschine? Das ist sehr kompliziert. Ein wenig zu kompliziert für eine Putzfrau.
Also, die Maschine versendet in strategisch festgelegte Richtungen kleine analoge Vehikel aus Papier, die sie selbst herzustellen in der Lage ist. Also sie wirft Papierflieger. Richtig. Meine Güte, haben Sie mal überlegt, sich beruflich neu zu orientieren? Und aus den Papierfliegern könnt ihr dann die Windströme bestimmen. Ganz genau. Aber wir haben bisher leider noch nicht alle Routen erkannt, bevor die Maschine den Geist aufgegeben hat. Du meinst, bevor der schlafende Typ Honig in den Tank geschüttet hat? Schon wieder richtig. Was für ein Treibstoff braucht die Maschine denn? Sie funktioniert mit einer Mischung basierend auf einer liquiden, stoffarmen Flüssigkeit in Verbindung mit festem, grobkörnigem Material. Also Schlamm? Nun ja, man mischt Moorwasser und Sand. Und dann hat man Schlamm. Aber das Mischverhältnis ist hochkompliziert. 1:1. Halb, halb. Mist. Das war einfach. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einfach, naja, neuen Schlamm nachzutanken? Wir sind doch nicht verrückt. Ach nein. Nein. Beim einzigen Moor in diesem Wald sitzt ein Schroff. Und davor müssten wir noch bei diesem verrückten Windmönch vorbei. Also ich laufe schon die ganze Zeit hier herum. Und da ist Ihnen noch nichts passiert? Nein. Ich passiere anderen. Seid ihr ernsthaft so blöd? Der Schroff sitzt auf dem Stein fest. Wenn ihr wisst, was ein Schroff ist, dann wisst ihr auch, dass der da nicht weg kann. Ah, die Leute sind so dämlich. Außerdem kann man mit dem Schroff reden. Und an den Moor kommen wir sowieso ran. Man muss also nur Sand mit Moorwasser mischen, damit das Ding wieder läuft? Das klingt so simpel. Ja, so als würden wir hier nur unnötig rumsitzen. Macht ihr auch. Wir könnten Honig reintun. Schnauze. Braucht die Maschine. Ihr also die Windströme auf eurer Karte ein? Ganz genau. Wir glauben, dass sie auf etwas hinweisen. Wir wagen kaum daran zu denken. Aber es könnte sein, dass es mitten im Wald einen Ort gibt, der... Ein Windbrunnen. Dass es einen weiteren Windbrunnen gibt. Das wäre ja unglaublich. Wenn die Karte vollständig wäre, könnt ihr dann genau bestimmen, wo dieser Ort sein kann? Natürlich. Wir sind Ärologen. Wir sind Wissenschaftler. Honig. Ihr seid Vollidioten. Wie lange zeichnet ihr schon an der Karte? Nun ja, wie lange? Ein Jahr? 2 Jahre? 10 Jahre? Seit letztem Dienstag. Ach, keine Ahnung. Ich kann zwar Windströme auf den Millimeter genau bezeichnen, aber ich weiß nie, wie spät es ist. Bezaubernd. Das sind ja tolle Wissenschaftler. Dieser Ort auf der Karte. Wenn sie doch nur vollständig wäre. Dieser Ort könnte alles sein. Es könnte ein neuer Windbrunnen sein. Es könnte eine Stadt sein. Es könnte eine Einkerbung im Universum sein. Es könnte der Ort sein, an dem mein Vater ist. Es könnte ein Burgerrestaurant sein. Ich muss los. Ach, bevor ich es vergesse, wenn Sie die Betten machen... Schnauze. Könnten Sie dann vielleicht diese kleinen Minzplätzchen aufs Kissen legen? Oh ja, ich liebe diese Dinger. Vielleicht lege ich auch einfach eine tote Wollmaus unter die Decke. Ich liebe Wollmäuse. Auch wenn sie tot sind. Okay, ich wollte schon sagen, willkommen Bug? Fragezeichen. Okay, den Globus, den würde ich gern mitnehmen. Dann müsste ich erst über diesen schnarchenden Typen drüber steigen. Kann ich nicht einfach eine knallen? So soll Asposien von außen aussehen? Aber welches Außen wäre das dann? Und wer könnte die Welt jemals so sehen? Vielleicht ein Maulwurf, der durch die Erde gucken kann. Ja, vielleicht. Es ist nur ein Globus, okay? Eine abstrakte Nachbildung. So, eine Windkarte. Die Karte könnte tatsächlich zu einem weiteren Windbrunnen führen, wenn sie nur vollständig wäre. Ich glaube nicht, dass das ein Windbrunnen ist. Ein Zelt? Diese Weicheier. Als ich das letzte Mal campen war, habe ich in einem Erdloch geschlafen. Und es hat geregnet. Geil. Schön warmes Nein, Wasser. Da drin riecht es komisch. Da gehe ich nicht rein. Dann nimm den Tank mit. Meine Hand passt jedenfalls nicht durch die Tanköffnung. Gut, dann haben wir hier... Ach, da noch einen Sattel. Ein Sattel auf einer Tonne? Keine schlaue Antwort? Wozu brauchst du einen Sattel? Du hast ja nicht mal eine Tonne.
Noch irgendwas? Nee, wir haben alles, ne? Jo. Scheint, als hätten wir alles. Was war das? Ja, die Frage ist, was wir hier wohl noch machen könnten. Also hier haben wir zumindest die Bremsspur und hier haben wir das Moorwasser. Und wenn wir das irgendwie mit der Dose füllen, dann... Wow, dann hätte ich einen ganzen Tropfen Moorwasser für mich alleine. Okay. Damit könnte ich eine winzige Pfütze machen und darin etwas sehr Kleines versenken. Nein, ernsthaft, was soll ich damit? Okay, wir brauchen ein großes Gefäß. Können wir mit dem Herrn Schroff noch weiterreden? Igitt, es gibt wirklich widerliche Kreaturen in diesem Wald. Diese Kreaturen haben zufällig Ohren und Gefühle, die man verletzen kann. Du kannst reden? Was für ein komisches Tier bist du denn? Also, ich darf doch sehr bitten. Euer Begleiter war sehr viel netter als ihr, junge Dame. Außerdem ist komisch das falsche Wort. Es sei denn, ihr findet es lustig, wenn Lebewesen eines grausamen Todes sterben. Kommt drauf an, um wen es sich handelt. So, du bist tot. Was soll an dir denn so gefährlich sein? Ich gehöre zufällig zu der äußerst gefährlichen Spezies Schroff. Aus der Familie der vernunftbegabten Amphibien. Und das heißt? Das habe ich eurem Gatten schon erklärt. Mein Körper besteht zu 96% aus tödlichen Giften. Bis auf diese Stelle an meinem Kopf, die kratzt einfach nur. Habt ihr gerade Gatte gesagt? Ja, und dass ich sie jederzeit umbringen könnte. Er ist nicht mein Gatte. Wie kommst du da nur drauf? Hallo? Ich bin tödlich. Ich bin nicht verheiratet. Und ich habe eine trockene Stelle am Kopf. Wir haben alle unsere Probleme. Ja, zeig mal her. Eine trockene Stelle? Ja, ich habe sehr sensible Haut. Es juckt höllisch. Und ich kann mich nicht kratzen. Aber das habe ich eurem Gatten schon erzählt. Hört auf, das zu sagen. Ich kenne ihn erst seit einer halben Stunde. Ach, meint ihr nicht, dass eine Hochzeit dann etwas überstürzt war? Zum letzten Mal, er ist nicht mein Gatte. Und wenn du das nochmal behauptest, wird die kratzende Stelle dein kleinstes Problem sein. Kein Grund, so aus der Haut zu fahren, junge Dame. Ich bin etwas gereizt, weil die Stelle auf meinem Kopf mich so kratzt. Na gut, du vernunftbegabte Amphibie. Warum tust du denn nicht einfach was drauf? Was schlagt ihr vor? Ich weiß nicht, eine Creme? Creme? Bitte, ich verwende nur homöopathische Mittel. Das Wort hast du dir doch gerade ausgedacht. Aber an sich ist es eine gute Idee. Dafür, dass ihr so überaus tölpelhaft redet, scheint ihr gar nicht so dumm zu sein. Vorsicht. Immer noch riskant, Kumpel. Aber gut, das war's dann, glaube ich, erstmal für den Part. Jetzt. Ach, sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die knisternde Spannung zwischen uns nicht bemerkt habe? Wow. Mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Gut, also wir müssen ihn mal mit homöopathischen Sachen, also ich denke mal Schlamm, einer schönen Schlammkur, die hilft ja immer. Aber dazu müssen wir erstmal irgendwie den Schlamm aufheben können. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst Kritik, Kommentare und Bewertungen da und für den Fall, dass ihr keine von was heute drückt auf Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Peace out, der Raccoon Zellplay. Ciao!